So, hallo, wir sprechen nicht darüber, wie spät es jetzt ist, aber ich will jetzt aufnehmen. Ich drehe sonst am Rad. Ich will diesen Hack fertig haben. Es ist nicht mehr so viel und übermorgen will Dani mit mir schon seinen Hack aufnehmen und ich hätte ganz gerne den Hack bis dahin fertig. Ja, was heißt, es ist nicht mehr so viel? Eigentlich weiß ich es gar nicht, wie viel es noch ist. Also hier haben wir jetzt doch alles gemacht, ne? So. Vielleicht können wir mal ganz kurz gucken, wie viele Exits wir eigentlich haven tun könnten. Hundert! Wie viel gibt's denn? Ich dachte, es gab weniger als 100. Moment. SMW Central, wir haben es gleich. Central. Jump. Zwö. So, da ist der Thread. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ich weiß. 104 Exits! Okay, Bowser's Castle ist einer. Oder mehr. Vielleicht kommt nach Ba. Vielleicht kommt nach Ba. Ach so. Oh, ich muss mal gucken, ob dieses Yoshi-Haus in der Mitte einen Exit hat. Das da. Nee. Gab's noch wo an. Ah, okay, wir müssen mal eben, ne, die Welt ablaufen. Ohne dass wir über das Spoiler-Level laufen, nach Möglichkeit. Wie viele Exits wird bei Bowser's Castle angezeigt? Einer. Also es kann halt sein, dass danach noch was kommt, ne? Das ist möglich. Wait! Wait a minute! Da, 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 da. Wir haben den noch gar nicht. Wie komme ich denn da hin? Hier kann ja kein Secret Exit drüber führen. Das sind ja alles nur. Das hat ja alles nur ein Exit hier, ne? Ja, die haben aber beide Exits. Das kann kein Exit. Oh oh. Wir haben doch überall. Wo haben wir denn. Wo haben wir denn vielleicht noch keine. Wir haben doch überall. Hat der. Das wär's ja, wenn der gelbe P-Switch, der eh schon lang genug ist, wenn der einfach noch einen Exit hat. Nein. Schade. Oh, wait, was ist das hier eigentlich? Das ist doch keine Verzierung. Hä, da kann man dann aber nur. Das hat keinen Exit. Das kann ja auch alles nur einen Exit haben. Es ist ja gelb, sonst wäre es ja verarsche. Das Ding hat einen Exit. Oh. Jeans Haus. Aber das hatten wir doch. Ja, das war der Quatsch. Ja, chill. Oder ist das. Warte, ist das vielleicht ein wichtiger Hinweis? Time is cubic. Four-cornered day system disproves God. Time cannot be linear as it would distort three-dimensional time flow. Nee, das kann nicht, das ist nicht. Causing you to die and be reborn at the same time. Also es gibt ein Gimmick, dass man stirbt und dann auf einem Block landet oder sowas und dieser Block belebt einen dann wieder. Academia denies the existence of cubic time because they are poisoned. Why is it human? Kann ich hier hoch? Offenbar. Poisoned! Ich muss hier sterben! Ich weiß, wie ich hier sterbe.
Krieg ich hier eine Feder in dem Level? Krieg ich hier bitte eine Feder? Oh boy! Ich glaube nicht. Gab's hier vielleicht auf die Schnelle eine Feder? Gab schon mal einen Pilz auf die Schnelle? Ich glaube aber keine Feder, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier eine Feder hatten. To be honest. Gab's hier eine Feder? Nee, ich glaube nicht. Jetzt renne ich diesen Level nochmal durch. Aber ich brauche eine Feder. Ich meine, ich weiß, wo ich eine Feder herkriege. Ich dachte halt nur, vielleicht muss ich nicht so weit laufen. Oh Mist. Nee, aber hier, das ist alles hier kompletter Quatsch. Ja, jetzt verliere ich hier wieder alles, genau, wahrscheinlich. Ach, jetzt kam der Wasserabschnitt schon, ne? Nee, da gab es keine Feder mehr. Okay. Nein, raus. Ah, ich weiß, wo ich ganz schnell eine Feder bekomme. Ganz, ganz fix. Ganz, ganz... Wie konnte man hier nochmal sterben? Ach ja, so. Ganz fix bekomme ich hier eine Feder. Zack, und ab dafür. So, und jetzt müssen wir hier einmal sterben, wahrscheinlich, irgendwie. Zack. Und... Ah, ich darf den nicht zu bald einsammeln, dann sterbe ich nämlich nicht. Ich sollte auch zurückspulen. Hui! Ha! Ha! Und tatsächlich geht's hier weiter... Nein! Bin ich jetzt wieder oben? Ah, nein, Gott sei Dank. Das wäre jetzt auch blöd gewesen. Okay, wir haben ein Level. Wir haben ein Level. Point of advice, Mario revives four tiles below where he died. Press start and select if you want to... Okay, also es geht jetzt weiter um dieses Gimmick. Und ich... Ach so, es geht jetzt nicht um Blöcke, sondern es ist immer vier Blöcke unter, wo ich gestorben bin. Das heißt, ich muss jetzt in dieses Ding reinrutschen. Und dann sterbe ich. Wait, was ist mit dir kaputt? Ich dachte, ich muss irgendwie so reinrutschen, dann bin ich zu niedrig, aber so haut es irgendwie nicht hin. Nur so lande ich immer wieder auf dem Ding drauf. Ich muss aber da drunter irgendwie kommen, wahrscheinlich. Wie komme ich denn da drunter? Oder muss ich dafür groß sein? Nee, kann ja gar nicht. Waren ja Blöcke davor. Ah, vielleicht in dem Moment, wo mich das Ding trifft, muss ich runterrutschen. Achtung, ich probiere es mal. War zu langsam. Ne, ey, ich kann gar nicht rutschen. Ich komme gar nicht mehr durch die Röhre runter. Hä? Ah, wenn ich ihn kill, ist natürlich dumm. Hä, wie kriege ich die Dinge hier runter? Ich dachte vielleicht, ich muss so reinrutschen in die, aber das hat nicht hingehauen. Kann ich in der Wand? Oh, natürlich. Verstanden. In der Wand sterbe ich nochmal und dann werde ich nochmal vier runtergesetzt. Habe ich mir so gedacht, ne? Vielleicht noch weiter oben sterben. Das drückt mich jetzt auch nicht runter. Wie sterbe ich denn hier unten? Vielleicht noch weiter oben sterben. Ah, ich muss noch auf die drauf springen. Nee, stopp, zurück. Nein. Vielleicht so.
Ne, da bin ich auch noch zu. Ah. Den brauch. Ja, perfekt. Ja, genau, das meinte ich. Und jetzt lande ich hier unten. Oh mein Gott, das wird ja richtig puzzelig. Wieder mal. Da sind Schlückel. Schlüssel. Oh, Yoshi hat sich verabschiedet. Das ist natürlich dumm. Okay, hier komme ich erstmal so runter. Mit dem komme ich hier runter. Aber jetzt ist der Schlüssel nicht an. Oh, also da. Also, okay, verstanden. Puzzle verstanden. Also, nicht Puzzle verstanden, aber verstanden, was da ist. Aus irgendeinem Grund ist hier noch ein Munchy. Es geht mit Yoshi genauso. Ich müsste den Block irgendwie auslösen, ohne dass Yoshi mir hier verreckt. Ja, so ist dumm. Also komme ich nicht mehr hoch. Dafür brauche ich Yoshi. Ah! Ich bin ja dumm. Ich kann ja... Wait. Ha! Ha! Was nützt mir das jetzt? Ah, jetzt kann ich mit Yoshi runter... danke. Das war's nicht. Wohin fliegt der denn so? Das war jetzt auch interessant. Nicht ganz, was ich wollte. Aber das ist passiert, I guess. Aber wie gesagt, das war nicht, was ich wollte. Ja, aber jetzt ist es wieder vorbei. Also ich bin sicher, dass dieses Ding hier dafür da ist, dass man das hier isst. Ich weiß allerdings nicht, ob man das dann schon schlucken soll oder ob man es irgendwie brauchen kann. Und hier, wie gesagt, den kriege ich nicht. Ich müsste halt... Wie sorge ich dafür, dass Yoshi runterkommt, nachdem ich hier durch die Röhre bin? Na, jetzt bräuchte ich Yoshi. Jetzt müsste hier Yoshi herkommen. Ich hab's. Nee, ich hab's nicht. Das resettet ja auch wieder. Also meine Idee war... dem Ding hier zu sterben. Oh oh. Ja, aber dann, ne? Das resettet ja auch wieder alles. Das ist ja das Ding, das resettet ja auch wieder alles. Dann ist der Block jetzt ja nicht ausgelöst. Na, da kann ich genauso gut durch die Tür gehen danach. Okay, was passiert, wenn ich von Yoshi abspringe? Nichts. Der ist das einfach. Was nützt es mir, dass ich hier mit Yoshi bin? Ach, außer, dass ich ihn hier zum Laufen kriege. Was soll mir das bringen? Ich bin eine Nuss! Ich bin eine komplette Nuss. Ich versuche den zu treffen, so von wegen, ja, dass ich... Okay, so, zack.
Zack. Zack. Und jetzt können wir uns ja einfach mit dem umbringen. Shit, der ist jetzt ja tot. Ah, es ist immer noch nicht perfekt. Es ist immer noch nicht perfekt. Wir sind aber näher dran als vorher, glaube ich. Okay, kann ich den auch triggern? Ohne... Nee, scheinbar nicht. Ich kann den nicht triggern, ohne den wegzumachen. Aber ich müsste irgendwie... Ah, es ist doch bekloppt. Bin ich dumm, Leute? Sehe ich es einfach schon wieder nicht? Sehe ich es einfach schon wieder nicht? Ich dachte gerade, ich hab's. Als ich Yoshi hier unten hatte mit angeschaltetem Block, war alles gut, aber dann konnte ich hier drüben nicht mehr sterben, weil der da drüben weg war. Und ich krieg den aber so auch nicht hergelotst. Der kommt erst jetzt. Ah, ist zu spät. Oh! Wait a minute. Was ist denn hier drüben? Nein, da kriege ich den nicht mal... Ah, nee. Jetzt durch. Ich muss es hinkriegen, so zu sterben, dass ich da mal runterfalle. Ich muss es zumindest mal ausprobieren. Ja, das halt nicht, weil so lande ich hier. Ich will aber da drüben, eins weiter drüben landen. Aber ich glaube fast, der ist erst... Ja, ja, der ist da noch gar nicht. Der wird da, den kann ich da noch gar nicht treffen. Also ja, auch wieder dumm. Ne? Seht ihr das? Oh! Nee, da rutsche ich raus. Ich muss deutlich weiter drüben. Aber da kann ich den noch gar nicht erwischen. Also hier rechts unter der Wand komme ich nicht durch. Shit. Hoi! Also, wie gesagt, ich glaube, der Anfang ist, dass ich hier das Ding essen muss, aber... Aber was dann? Wenn ich mich hier mit Yoshi treffen lasse? Das kann es aber auch nicht sein. Weil dann ist ja Yoshi genauso in der Lava. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich den Block ausgelöst bekomme und Yoshi auf dem landet. Dabei wieder hochkomme, ohne dass die Fledermaus tot ist. Jo, ich habe keine Ahnung. Kann ich? Wartet. Ich muss was ausprobieren, rein von der Technik her. Setze ich mich auf Yoshi, wenn ich hier praktisch sterbe? Also wenn ich so hochgedrückt werde, setze ich mich dann auf Yoshi wieder... Jetzt ist er wieder... Hä? Jetzt ist er weg. Ah. Hier ist er noch da. Ich muss Yoshi mal irgendwie so setzen. Dann probiere ich das von vorher nochmal.
Lande ich jetzt auf Yoshi? Nee. So wäre ich einfach nur hochgedrückt, aber ich lande nicht. Oh, wait! Kann ich? Nein, der geht da durch die Wand durch. Ich komme da gar nicht ran. Der Plan ist auch schon wieder Müll. Nur hier hat es funktioniert, aber das ist halt... Das ist es halt nicht. Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, den zu essen. Aber was nützt mir das alles? Also wenn der noch am Leben ist, komme ich dann an den Schlüssel ran und kann damit durch die Tür gehen. Gar keine Frage, das würde funktionieren. Solange ich den Typen nicht töte oder esse, klappt auch alles. Aber um hier wieder hochzukommen und Yoshi zu nutzen, töte ich ihn. Und der spawnt ja nicht wieder. Oder der spawnt nicht wieder. Auch wenn ich hier runtergehe, der dürfte nicht wieder spawnen. Das wäre jetzt komisch. Nee, der ist weg. Und jetzt müsste ich hier jetzt müsste ich ihn noch hier haben und dann runterkommen. Aber ich nutze ihn, um hier hochzukommen. Ich muss ihn irgendwie anders nutzen, um hier hochzukommen, ohne dass ich... Ja, das gibt's doch nicht. Komm ich... Ah, neue Idee. Komme ich vielleicht anders? Nee, ist ja auch wieder Quatsch. Dafür muss ja Yoshi... Yoshi muss ja hier runter. Yoshi muss ja hier stehen. Wie kriege ich Yoshi hier hin? Auf den Block? Ich habe keine Ahnung. Was vergesse ich denn? Es ist das erste Rätsel in dieser Runde. Das gibt's doch nicht. Ah, ich kann mal was anderes... Nee, das kann ich auch nicht probieren. Welche Route fliegt der Typ? Ja, und hier driftet... Hier kann ich den gar nicht mehr berühren. Ich kann nur in dieser Lücke sterben. Hä? Okay. Okay, jetzt kommt ein ganz gewagter Plan. Basuf. Ich probiere was aus. Mal gucken, ob das funktioniert. Das funktioniert. Aber dann ist er... Okay, wenn er nur wegfliegt, kommt er hoffentlich wieder. Wenn ich weit genug runtergehe, müsste der respawnen. Und... Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das ist die Lösung. Oh mein Gott. Und jetzt ist er hoffentlich wieder da. Nice. Bitte die nächsten Rätsel nicht so schlimm anstellen. Oh, das hat gedauert. Oh Gott, und das war jetzt das erste. Das war das erste von keine Ahnung wie vielen. Okay, die sind one way, wie immer. Da komme ich gar nicht durch. Ich kann mich also mit einer Shell töten. Schießt die jetzt weiter? Die schießt weiter und macht alles kaputt.
Das ist das ganze Level. Da ist das Goal. Da ist das Goal. Das ist das ganze Level. Okay. Okay. Ja, wait, aber bin ich dann nicht fertig? Klopp. Ah, ne, es reicht ja. Bin ich fertig. Ich muss hier runter. Oh, geht das vielleicht? Nein, ich nehme die Shell nicht mit. Schade. Schade, ich nehme die Shell nicht mit. Okay. Aber jetzt auch komisch, wenn das so funktionieren würde, weil dann hätte man ja gar nichts gewonnen. Ah, ich kann hier oben stehen. Ja, das nützt mir aber auch nichts. Hi. Na du? Komm mal mit. Ach, jetzt bin ich auf... Ja, gut, jetzt bin ich auf Yoshi gestartet. Das ändert aber auch nichts. Wenn ich durch die Röhre hier hochgehe, komme ich nicht mehr zurück. Also dann kann ich... Wozu geht man dann überhaupt da hoch? Ach, natürlich, der On-Off bleibt ja um... Wird ja umge... Also der On-Off bleibt ja... Also der On-Off ist ja... Nee, der On-Off wird nicht... Der wird auch resettet. Der wird einfach auch... Oh, ich sehe gerade was. Ich verstehe die rote Shell da nicht. Was passiert? Die macht das kaputt. Die macht das kaputt. Ich verstehe. Aber wie kriege ich die Shell hier überhaupt losgeschossen? Ich muss hier oben wieder sterben. Ah, so langsam wird ein Shooter. Ja. Ich hab's verstanden. Ich glaube. Mir fehlt noch so ein paar Gedanken fehlen mir noch, aber wir probieren mal ein paar Sachen aus, die ich jetzt mir überlegt habe, gerade spontan. So, also so kriege ich auf jeden Fall eine Shell mit hoch. So. Über diese Shell. Kann ich jetzt theoretisch sterben. Aber... Genau, ich müsste jetzt noch eine Shell dabei haben. Jetzt bräuchte ich noch eine Shell. Aber ich glaube, wir haben schon einige zentrale Dinge erreicht. Das Ding ist, hier komme ich ja theoretisch durch die Röhre wieder zurück. Die ist ja sicherlich auch nicht grundlos da, ne? Diese Röhre von da unten nach da oben. Die ist sicherlich nicht grundlos da. Ich würde zwar irgendwie... Ich habe keinen Mancher. Ich kann nicht mit Yoshi hier sterben. Ich kann mit Yoshi hier sterben, wenn mich das Ding zerquetscht. Dafür müsste ich aber beide Shells da jetzt hochbekommen. Also ganz viel, was ich mir überlege, haut einfach nicht hin, weil ich nicht Millionen Shells habe. Ich muss irgendwie mir ein System überlegen, dass ich Millionen Shells habe. Nein. Das war's fast. Das war fast die Lösung. Es war noch nicht perfekt. Es war noch nicht die perfekte Lösung. Aber fast. Weil jetzt passiert Folgendes. Sind wir mit Yoshi hier unten.
Jetzt sind wir schon mal mit Yoshi hier unten. Wenn Yoshi jetzt noch eine Shell im Mund hätte. Na, ihr seht, wir haben einen Schritt Fortschritt haben wir gemacht. Und mein Fehler war, ich sehe meinen Fehler. Ich sehe meinen Fehler. Ich sehe meinen Fehler. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich muss es genauso machen und dann kann ich die Shell hier nämlich entfernen. Und dann können wir das, dann können wir das Ganze umsetzen, indem wir eine Dings dabei haben. Das sollte funktionieren. Ich bin gespannt. Dazu muss ich einmal Folgendes machen. Ich muss hier eine Shell runterlegen, unter mich. Da muss eine Shell hin. Dafür muss ich die jetzt aber so losschicken, dass die andere nicht kaputt geht. Ah ja, das erreiche ich ja einfach, indem die Yoshi kurzzeitig einfach futtert. Perfekt. So. Ist vielleicht ein bisschen ungünstig, dass die sich jetzt bewegt, aber es sollte funktionieren. Basuf. Dumm. Nein! Jetzt hat er die Shell noch mitnehmen. Ihr seht den Gedanken. Es funktioniert. Er muss nur die Shell noch mitnehmen. Das ist alles. Es funktioniert. Es funktioniert. Wir haben's. Das war. Jetzt ist da drüben die Münze draus geworden. Aber das war deutlich einfacher. Wieder. Jetzt habe ich. Okay, ich muss sofort schießen. Toll. Guter State. Gut. Es wird immer besser. So. Sofort schießen. Die mitnehmen und das war's. Oh Junge. Oh Junge. Das zweite Rätsel habe ich deutlich schneller kapiert. Uff. Uff. Und da ist noch ein Level. Und das macht dann die Exits, die wir haben. Ein Exit sind wir bei 101. Noch ein Exit sind wir bei 102. Das führt hundertprozentig. Zum blauen Switch sind wir bei 103 und bei Bowser's Castle 104. Nice. Danke fürs Zuschauen. 3 Exits noch. Vielleicht dann 3 Videos. Wir werden sehen. Und tschüss.